Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mars Horizon hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben in der nächsten Phase der Mars-Vorbereitung den bemannten Rover, den wir quasi zum Mars bringen oder beziehungsweise besser gesagt auf die Oberfläche des Marses. Haben wir hier was Schönes, was Geld einbringt? Da müssen wir auch immer ab und zu mal ein bisschen dran denken. Das bringt hier extrem viel Forschungspunkte. Ah, das ist wieder so ein Rückenteleskop, ne? Ah, okay. 1900, 10.000, fast Punkte über 120 Monate. Etwa 10 Jahre, das ist gut. Okay. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir machen die Mission jetzt fertig und hoffentlich landet das Gefährt auch richtig. Dann bringt das richtig Forschung und auch nochmal Unterstützung und natürlich dann auch bei Mars-Vorbereitung nochmal 25%. Dann kommen wir da nämlich schon auf 75. Dann haben wir nämlich 3 der 4 vorbereitenden Missionen erfolgreich abgeschlossen. Und da segelt unser Schiff in Richtung Mars, welches dann landen muss, der bemannte Rover. Ich weiß gar nicht, ob der speziell aussieht, wenn er unten ankommt. Erreichen der Mars-Umlaufbahn bringt uns jetzt 25% Bonus, glaube ich. Genau, wir haben nämlich 2 Teilabschnitte. Müssen dort auch jede Menge Bonusziel, um das zu erreichen, Punkte erreichen. Haben 6x4 Runden. Oh, das ist aber schon sportlich, muss man sagen. Okay, das kostet mich 4. Das kann ich also auch 2x dann benutzen. Gut, das kostet mich schon mal 1. Das kostet 3 Datenbanken. Das ist eigentlich schon das Bessere. So. Dann kann ich nämlich hier mal einmal investieren, um dann hier schon mal Punkte zu sammeln. Und nochmal Punkte zu sammeln. Dann sind wir schon mal relativ nah dran und haben wir schon mal 14 Navigation mit der Aktion rausgeholt. Also da sieht schon mal ganz gut aus, die Runde, aber kostet halt auch jede Menge Energie. Also da muss man immer sagen, Energie ist jetzt auf diesem Schiff hier Mangelware. Da haben wir, glaube ich, nur den Standard bauen können. Und oh, das bringt uns zumindest schon mal eine Navigation noch mehr. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, okay. So, jetzt geht's weiter. Jetzt können wir uns einmal... Ja, wir brauchen noch 2 Energie, ne? Das ist natürlich echt wenig. Jetzt können wir uns natürlich hier erstmal ein bisschen dran... Phallustieren, hätte ich fast gesagt. Auf meine nicht nachahmliche Art und Weise. So. Dann haben wir 10, 9. Oh, das wird knapp. 10, 9 und 7. Oh, das wird sehr knapp. Ich glaube, den 25% Bonus, den kann ich mir hier erstmal nochmal. Na, wir müssen mal gucken, wie wir den Weichmesser den Käse hier hinbekommen. Wir versuchen es natürlich, aber. Wir müssen quasi eigentlich theoretisch mit der nächsten Runde die Hälfte der Punkte auf jeden Fall erreichen. Also theoretisch müssen wir mit der nächsten Runde zumindest die Ziele hier schon mal erfüllt haben. In der Theorie. Praktisch können wir da natürlich ein bisschen schummeln, aber wir haben ja noch ein paar Runden. Aber viel Energie dazu holen wird schwer. So, das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall hier Kommunikation investieren. Ich werde auf jeden Fall hier Navigation investieren, um gerade zu kommen. Und dann... Das ist echt ganz knapp, ne? Das ist ganz knapp die Hälfte dann, die wir schon erreicht haben. Und wir müssen immer davon ausgehen, dass wir keine weitere Energie großartig haben, um Dinge zu covern oder sowas. Das kostet einen mehr Kommunikation, das nehme ich mal an. Weil ich die Energie-Cover-Geschichte, die möchte ich ganz gerne dann nutzen, wenn wirklich Mathe am letzten ist. So, jetzt würde ich ganz gerne das 2x betätigen. Eigentlich noch 2x. Nee. Machen wir mal so. Das lassen wir mal so erstmal. Und dann
Wenn wir das lieber machen, dann haben wir 17, 28, 20. Ich muss dann hier nochmal ein bisschen was investieren. Okay, gut. Okay, wir sind jetzt erstmal gerade. Okay, gut. Wie gesagt, also die Cover-Energie will ich mir dann wirklich für die letzten Schritte lassen, falls irgendwo richtig viele Punkte verloren gehen. Also hier zwei Navigationen. Das ist mir jetzt eigentlich schon wieder wert, eine Energie dafür aufzuwenden. Weil ich innen drinne auch hier für eine Energie würde ich 4 bekommen. Also das, ja gut, aber es wird einen Schritt kosten. So, jetzt haben wir noch zwei Runden. Das heißt, wir haben noch diese und die nächste Runde, um die Punkte einzusacken. So, das heißt also, ich würde jetzt da drauf klicken, um 8 Punkte davon zu bekommen. Dann würde ich ganz gerne zweimal hier drauf klicken. Und einmal da drauf. Und dann müssen wir mal gucken. Aber Datenbanken investieren können wir eigentlich nur hier für Kommunikation. Und dann, naja gut, also da muss man. Wir schaffen es nicht. Nee, wir werden es nicht schaffen. Wir müssen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Na gut, okay, wir gucken mal. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Also wir werden nicht genügend Navigation zusammenkriegen. Gut, hier eine Datenbank. Das ist okay. Oh, das wird sehr knapp. Nee, wir kriegen es nicht hin, ne? Fehlen uns 4. Hier würde die Kommunikation. Runterleihen. Das Ausgleichen kann ich nur mit. So. Und damit hätten wir hier zwar 17 da jede Menge von dem Scheiß. Scheiße, da haben wir falsch geplant. Die 25% können wir nicht erreichen. Es fehlt uns genau eine Energie. Wenn ich jetzt eine Energie weniger herstelle, ne, dann kann ich auch noch zweimal da draufklicken, dann fehlt mir genau eine Energie. Oder halt drei davon, ne? Das ist. Oder drei Kommunikationen. Wie kriege ich einen Drift mit rein? Den kann ich nicht gebrauchen. Weil die müsste ich damit durchkompensieren. Das sind drei Schritte. Das ist den nehmen. Den nehmen. Dort habe ich 4 gewonnen und 6 ausgegeben. Das ist Quatsch. Bin ich jetzt auch wieder gerade. Habt ihr genauso viel Energie verwendet? Hätte eine Energie über, glaube ich. Wir scheitern an 3 Punkte. Na gut. Okay. Oh, jetzt kriegen wir doch nochmal 2 geschenkt.
Scheitern war an einem Punkt. An einem. Oh. An einem Punkt. Den Bonus nicht gekriegt. Verdammt. Ah. Um einen Punkt den Bonus nicht gekriegt. Ah, das ist so ärgerlich. Ich hätte einmal einen Schritt vorne weniger machen sollen oder so. So, 2 bis 5 Wärme kriegen wir immer dazu. Das heißt, wir können immer Wärme investieren. Wir brauchen noch Wärme, um sie zu investieren. Brauchen noch ein paar andere Punkte, um was zu investieren. Kriegen auch Drift dazu. Da müssen wir bis 10 kommen. Das heißt also, da können wir auch was. Wir haben relativ wenig Energie. Okay, das passt aber erstmal so. Dann nehmen wir hier erstmal ein bisschen Wärme raus, damit wir die Wärme erstmal unter 4 halten. Da sollen wir hinkommen. Damit ist das schon mal okay. So, dann haben wir 4 Datenbanken, die wir dann hier mit Energie zusammen erstmal in Drift investieren können. Machen wir erstmal von den Punkten her durch. Na gut, okay. 6 Runden verbleibend. So, dann gucken wir mal. Das schlägt natürlich auch noch fehl hier. Ergebnis um 2 reduziert, ja. Da kriegen wir 2 geschenkt, okay. Gut. Da haben wir nur 2 von den Kommunikationen, die wir jetzt hätten kriegen können, bekommen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Wärme gekriegt. Die kriegen wir aber ganz gut raus. Also da klicken wir dann mal einmal hier drauf und dann sind wir da wieder drin. Und dann ist gut. So. Hier bekomme ich 5 Drift obendrauf, gegen die ich arbeiten muss, ne? Das wäre natürlich, das ist natürlich ganz bitter. Aber es ist natürlich, das, puff. Okay, hier kann ich mit Energie und Datenbanken arbeiten, hier kann ich mit Kommunikation arbeiten. Und Kommunikation ist das aber, was ich brauche. Oder Energie, das wird sehr, sehr, sehr schwer. Also da müssen wir wirklich... Das wird schwer. Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also da sehe ich jetzt noch nicht mal, dass die Standardfunktionalität unbedingt gegeben ist am Ende. So, Hitzecheck passt. 2 bis 5 bekommen wir dazu. Wir bekommen 5. Nur, das ist ja erstmal satt. So, können wir 4 erstmal abbauen dort. So, dann sind wir da erstmal schon mal im Plus. Noch 4 Runden, okay. Drift, Energie. So, damit sind wir beim Drift jetzt zumindest schon mal fast da. Naja. Also bei dem sind wir schon fast da. Da müssen wir uns bloß noch darum kümmern, aber da wird es dann interessant, wenn ich den Drift wieder abgebaut kriege, weil den Drift kriege ich eigentlich nur abgebaut, indem ich dann hier unten, na gut, hier kann ich Kommunikation dann verwenden. Aber es kostet 1, ne? Das muss ich 5-mal machen, um das 1-mal auszuführen. Das ist zu teuer dafür. Also hier müssen wir wirklich mit der Wärme kommen. Dass wir da mal drankommen, Datenbanken kriegen und die Datenbanken dann irgendwo mit investieren. Aber das kriege ich nur mit sehr viel Energie wieder raus. Und die habe ich nicht. So, gut. Wir haben noch ein paar Runden verbleibend. So. Und die Wärme gab es wieder oben drauf. Zack, dann verwenden wir die auch. So, okay. Ja, hier kann ich mir Datenbanken erzeugen, die ich aber absolut nicht gebrauchen kann. Ich brauche Kommunikation. Die kriege ich halt nirgends, ne? Ich bin jetzt mit der Kommunikation im grünen Bereich, das ist schon mal gut. Ich kann jetzt noch 3x4, also ich kann 12 noch dazu gewinnen. Wenn ich jedes Mal genügend Wärme kriege. Könnte reichen. Könnte durchaus reichen. So, dann machen wir hier nochmal den und den. Wenn wir erstmal wieder ein bisschen mehr Energie haben. Von der Wärme sind wir gut. Hier sind wir auch ganz auf einem guten Weg. Also von daher würde ich sagen, feuerfrei, ne?
So, ein bisschen Wärme verbrauchen. Also wir können nur hoffen, dass wir immer genügend Wärme kriegen. Also dass nicht mal eine 2 gezogen wird dort. Ja, sehr schön. Jetzt mal 6 Wärme sogar. Dann können wir beim nächsten Mal auch eine 2 kriegen. So, das haben wir jetzt schon mal. So, und jetzt können wir hier nochmal den Drift in Ordnung bringen. Jetzt ist der Drift in Ordnung. Und jetzt haben wir... Ich kann das, ich kriege das nicht ausnavidiert. Ja. Doch, okay. Okay, so jetzt gibt es Wärme dazu, die müssen wir jetzt abbauen. Okay, dann machen wir einmal den, dann haben wir die Wärme abgebaut. Dann machen wir einmal den und machen wir einmal den. Dann machen wir nochmal den. Wärme ist okay, das ist okay. Hier ist alles okay. Oh, okay, haben wir es doch hingekriegt. Heieiei. Ja, wie gesagt, ich habe bei der vorigen Mission, wo die 25%, die habe ich leichtfertig verspielt. Die hätte man hinkriegen können, wenn man es richtig angestellt hätte. Oder ein bisschen genauer hingeguckt bei dem, was da geht. So, und dann steht hier der Rover auf der Erde, oder oh, nicht auf der Erde, sondern auf dem Mars und kann hier fahren. Wunderschön. Damit haben wir die nächste Vorbereitung abgeschlossen. Das Ganze als erster bringt 500 extra Ruf. Die kommen oben drauf, dann kommt 25% Bonus nochmal dazu. Schade, schade, schade. Das hätte ich hier natürlich auch bei der Forschung nochmal ganz gut getan. So, jetzt haben wir, glaube ich, aber irgendeinen Meilenstein abgeschlossen. Ne? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall bei Spacepedia wieder was. Meilensteine. Oh, beim Manta Mars Rover. Genau, so sieht er aus. Der ist wirklich so gebaut schon und der fährt auch so schon rum. Hat man schon in mehreren Dokus mal gesehen. Das Ding haben sie mal vorgeschlagen. Und hier mit den Jupiter Orbiter, da war Galileo NASA, als man ankam und bis 2003. Von 95 bis 2003, da war Galileo schon. 95? Okay. Das ist so eine... Was ist denn das für eine Oberstufe hier? Künstlerische Darstellung. Ah, okay. Wollte gerade sagen. Die Art und Weise. Na gut. So. Das sah ja aus wie so eine Saturn-Oberstufe. Das haben wir, das haben wir. Punkte bekommen wir auch. Dann ist die Mission durch. Ich kann die nächste Mission starten. Genau. Das können wir jetzt machen beim Mars. Wir können jetzt nämlich diese Mission hier planen. Und können dieses Raumschiff dafür bauen, was uns dorthin bringt. Besatzungskapazität ist erstmal 0. Okay, 6 Energie, 90 Tonnen, 4 Millionen. Wir können nichts Besonderes daran bauen. Nutzlast bauen, würde ich sagen. Zum Sonnensystem gehen. So, dann ist das Ding dann auch schon mal gebaut. Bemannter Marsländer fertiggestellt. Antrieb, Lebensraummodul fertiggestellt in 6 Monaten. Also hier Rakete bauen, da Rakete bauen. Jeweils 6 Millionen. Startmaßvorbereitung, Bodenlebensraum. Okay, das war ja das, was so noch weit nach hinten geschoben wurde. Da könnte das sein, dass wir da relativ konzentriert starten, alles. Und dann ist die bemannte Marslandung natürlich auch noch in Forschung. Die ist in 16 Monaten ist der Start. Die ist unterwegs, das heißt, da kriegen wir nochmal ordentlich Kohle. Haben wir ja schon ein bisschen Geld gekriegt. Genau, die wird ja jetzt dann den Mittelkurs. Okay, die wird frei und das könnte dann. Da könnten wir dann die nächsten Ziele schon planen. Also, hier haben wir jetzt natürlich einen großen Fortschritt nochmal gemacht: 79%. Also, sind wir wirklich. Also, da muss man ja sagen, die anderen sind da ja ganz weit weg. Ich weiß auch nicht, ob ich das denn als gemeinschaftliche Mission hier irgendwo jetzt in der Diplomatie vorbereiten kann oder so. Momentan gibt es da nichts. Naja, wir werden sehen. Alles klar. Ich würde sagen, im nächsten Monat ist natürlich dann die bemannte Marslandung erforscht. Und dann müssen wir ja nur noch das Modul dazu erforschen, was wir da bauen müssen. Kostet wahrscheinlich auch nochmal Geld. Gehen wir mal in den nächsten Monat.
bemannte Marslandung, Forschung komplett. Also wir wissen jetzt, wie wir es machen. Und da wissen wir auch, dass wir das dafür brauchen. Das kostet 12.000 Forschungspunkte, wiegt 120 Kilo. Das heißt, dafür muss ich auch die anderen Fahrzeuge erforschen. Ist das jetzt nicht gerade sowieso für mich billiger? Moment. Achso, beenden Sie Marsvorbereitung über bemannter Lebensraum als erster. Dann ist das jetzt billiger. Alles klar. Okay, dann haben wir hier nämlich, dann kriegen wir das nämlich ein bisschen günstiger hier, weil das kostet ja auch nochmal 22.000 Punkte. Also wir brauchen hier dann den Block. Diesen hier, und der wiegt 240 Tonnen. Und der Booster, der aktuelle, schafft das ja gar nicht. Und dann müssen wir nämlich den Booster nehmen mit den ergänzenden, die 40 Tonnen. Ja, genau. Dann müssen wir das ja nämlich hier komplett, die drei braucht man noch. Für die Mars, für den Marsflug. Okay. Okay, gut. Mhm. Ist okay. Das heißt, wir erforschen jetzt hier die Nutzlast. Und dann können wir die Rakete erforschen. Und hoffentlich habe ich dann diese bemannte. Welche ist das nochmal? Welche sollte ich da? Forschung. Vorbereitung Bodenlebensraum. Bodenlebensraum. Mars-Bodenlebensraum startet in 15 Monaten. Okay, also da haben wir ja noch mehr als genug Zeit. 15 Monaten haben wir die Forschung ja schon durch. Gut, dann würde ich sagen, auf in den nächsten Monat und auch auf in die nächste Folge. Denn die nächste Phase steht an und das machen wir in der nächsten Folge. Da müssen wir die Kurskorrektur oder den Mittelkurs bestimmen. Und ja, wie gesagt, wir kriegen momentan 1700 Forschungspunkte. Also diese 12 Dings, die sind relativ schnell durch. Also ich glaube, den Bonus, den werde ich dann nicht in Kauf nehmen können. Vielleicht können wir noch ein paar Gebäude bauen oder sowas. Weiß ich nicht. Geld haben wir ja erstmal auch gut. Gut, aber das brauchen wir für die Raketen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.